Süß, wie der Bär da steht. 160 hat der. Das Eisen snack ich mir noch weg. Juhu! Gibt's hier sonst eine Truhe, Kiste? Tasche, Tasche. Oh, okay. Schade, dass wir auch keine Anzeige haben, wie viele Tage wir schon geschafft haben. Nö. Nö. Sieht man immer nur dann, wenn man aus dem Spiel rausgeht. Okay, den Baum habe ich schon. So, dann nehmen wir das nochmal mit. Okay, jetzt können wir ein bisschen was basteln. Jetzt ist das Holz falsch rum, ne? So. Das finde ich sehr, sehr, sehr praktisch, dass man diese Teile nochmal bewegen kann. Und ich finde es sehr, sehr, sehr praktisch, dass Thomas das nicht auf die Reihe bekommt. Gibt's doch gar nicht. So. Jetzt ist das Holz gleich. Okay, läuft. Doorwall, okay. Window. Kurvig. Ist ja sau witzig. Müssen wir mal kurz gucken vom Design her. Jetzt tun wir hier nochmal einen hin. Da schläft er. Wir dürfen hier nur kein Ding hin machen. Okay, das können wir ja nachher noch verschieben. Das können wir besser raussetzen. Okay. Jetzt brauchen wir noch Bretter. Fenster, Kurvig, Quarter. Kurviges Fenster. Woodstairs. Oh, das geht aber. Ein Dach. Mhm. Aber grafisch kann man echt nicht meckern. Also das mit dem Holz sieht echt cool aus. Da kann man wirklich nicht meckern. Gibt es auch eine Wand mit einem Fenster? Hier. Dann möchte ich das haben. Jetzt brauchen wir halt nochmal Holz. Müssen wir nochmal los. Da brauchen wir nochmal Holz. Nein, ist immer noch nicht frei. Wie sieht's mit dir aus? Ja, sehr gut. Kann man gerade mal schauen. Da drüben haben wir eine Pflanze gesehen. Für die Seilherstellung.
Nee, da gibt es noch eine andere Treppe. Okay, dann gucke ich noch die andere Treppe an. So eine kleine kürzere halt. So, warte. Nein. Hier. Eine andere Treppe. Die kann man, glaube ich, nur im Ding machen, ne? Die andere Treppe. Das mit den Kurven, also das ist dann schon eine Mordspielerei, was man da so alles anstellen kann. Bei den Grundplatten. Ah, Stairs. Guck an. Danke. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hätte nämlich jetzt nachher die große gemacht. Da ist noch ein Hühnchen, das nehmen wir uns auch mit. Verjagt auch noch. Komm her, Hühnchen, komm. Bleib bei mir. Treppe, die eine Wand haben wir. Der Hase. Wenn du jetzt noch einmal stehen bleiben würdest, wäre das echt mega. Komm schon. Bis später. Yes. Einmal Eisen und einmal Häschen. Und nochmal Leder rausbekommen. Oh, das ist auch gut. So, dann hier wieder herstellen. Oh, da drüben ist noch eine Kiste. Sehr gut. Holen wir uns natürlich. Da ist auch eine. Okay. Und da auch noch mal eine. Der kam jetzt nicht hinterher. Doch, der kam uns hinterher. Dann nehmen wir die Kiste noch schnell mit. Mist, Mist, Mist. Das war klar. Aber wie gesagt, immer wenn man dann stirbt, ist es echt spitze. Man kann noch tausend Sachen mitnehmen. Nur halt ärgerlich, wenn das wirklich immer am Arsch der Welt ist. Das ist ein roter Busch. Der rote Busch kann auch nicht mehr wie die andere. Okay. So, die nehmen wir auch mit. Umso mehr Seile, umso mehr können wir basteln. Hier gibt es nichts, da ist ein Hase gewesen. Oh nö. Die Truhe wäre jetzt spitzenmäßig gewesen, aber die jetzt nochmal zu finden, eher schwierig.
Wäre extrem schwierig. Gibt es hier keine Pflanze mehr oder eine Box? Da ist eine Pflanze. Sehr gut, Juna. Ich glaube, ich esse gleich auch noch was schnell. Muss sie bei mir nämlich nur noch warm machen. Oh, guck mal. So, Kondition ist mal weg. In der Zeit können wir das noch schnell herstellen. Wir schleichen uns einfach zwischen den zwei Bären vorbei. Wird schon klappen. Und da ist ein Wolf. Das wird nicht klappen. Ja, wow, wow. Ist gut. Das Gefühl, der verfolgt uns noch. Nein, Gott sei Dank. Das war die, die wir eben haben nicht holen können. Gyros gibt es bei der Juna. Das habe ich nicht. Dein Ernst? Könntest du vielleicht auch gehen? Wäre ganz schön, Hundi. Genau. Mist. Nicht nochmal, nicht nochmal. Boah, wird echt Zeit, dass wir uns mal ein Bett bauen. Ist ja sau nervig. So. Wo bist du jetzt? Hä? Ah, da oben steht er. Wie sieht's mit dem Wolf aus? Der ist auch weg. Nee, der ist da in der Ecke. Aber das ist uns Blume. Gehen wir mal wieder zurück. So. Shit. Ein bisschen höher. Ich muss das lernen einfach. Ein bisschen höher zu zielen. Ist das eine Tasche? Nein. Warum habe ich denn das blöde Ding nicht mitgenommen? Mensch. Die Eisenspitzhacke. So, ein bisschen Holz wieder machen. Finden wir das blöde Huhn noch? Wir brauchen halt Unmengen an Holz. Aber gut, so wird es auch sein. Wir sind Survival Game. Da ist das Hühnchen. Shit. Oh, wie gemein mit dem hohen Gras. Yes. Hab dich. Da haben wir noch zwei Pflänzchen. Einmal hier und noch einmal. So haben wir nochmal ein Seil. Also wäre jetzt Zombie-tastisch dabei, dann würde ich fast den Wolf
uns holen. Aber so habe ich einfach den Mut nicht. '67 und ich habe den relativ auf den Kopf geschossen und sowas, ne? 67. Okay, das Fleisch, warte, nee, das Fleisch können wir mitnehmen. Können wir denn vielleicht noch was herstellen? Das wäre echt toll. Hallo. Hallo Jürgen. Bin gerade ein Wolf am Killen. Was ist mein Wolf? Ein Wolf. Achso. Yes! Hab ihn. Hab ihn. Also 85er Wölfe gehen. Aha, wieso? 130er ging da auch. Ja, aber zu zweit dann schon eher. Schreib mich nicht an, Thomas. Okay, tut mir leid. Tut mir leid. Ich wollte dich nicht anschneiden. Jetzt haben wir nochmal Leber und Fett. Hey, hey, Thomas. Hey, Thomas, hey. Das Baumenü ist ein bisschen gemein. Sehr schön. So. Jetzt kriegt das Ding hier einen Schuh. Oh. Ja. Das können wir gleich mal trinken. Und müssen das leider herstellen. Weil der Thomas nicht aufgepasst hat. Wie sehen unsere Pflanzen aus? Ach, geht sogar. Thomas, lohnt sich das noch, dir nochmal beizutreten, oder? Ja, also wenn du Bock hast, so eine halbe Stunde würde ich schon noch machen, so, ne? Eine ganze halbe Stunde? Ja, mindestens, ne? Mindestens, ne? Mindestens. Dann mach ich erstmal ohne Stream, dann mach ich nachher wieder an. Jo. Fertilizer. Wir brauchen nämlich viel Holz und so. Biofolie tun wir mal hier rein. Die Pflanze tun wir mal rein. Okay, Arrow brauche ich. Wie war nochmal das Passwort? Eins, zwei, drei, vier. Ja, genau. Nein, haben wir es auch. Hast du nicht, das wäre zu einfach? 0815, verdammt. Ja, genau, richtig. Das stimmt. So rum war's. Thomas, ich hasse dich manchmal so sehr, ne? Eins, zwei, drei, vier. Ja, genau. Ja. Männerliebe. Geschwisterliebe. Geschwisterliebe. Die Ärzte-Song. Den Ärzten ist das. Ja. Zombie-Tastisch. Oh, ist das beautiful hier. Da vergiss aber nicht, dass wir den Topf nicht und so, ne? Den Topf? Also das Blumenbeet dürfen wir nicht zubauen. Ja, richtig, genau. Das dürfen wir nicht machen. Zumindest so lange. Fertilizer, wir brauchen Fertilizer. Genau. Oh. Da hat er die Leber doch gekocht, das Lude. Ja, ja, habe ich. Zweimal. Ich habe nochmal Leber bekommen. Ja. Und das Rotten Steak ist schon verrottet. Sehr gut. Nee, oder? Oh. Also eins ist das, was in der Kiste war, ist verrottet. Darum sage ich ja, lass uns auch einen Kühlschrank aber machen. Ja, ich weiß. Da fehlt aber noch Eisen, Mann. Ja, dann gehe ich jetzt Eisen farmen. Ja. Dann nehme ich aber nichts mit. Eisen ist wichtig. Aber erstmal Essen.
Obwohl, nee, Essen brauche ich ja nicht, wenn ich vielleicht sowieso drauf gehe. Obwohl, dann ist das Essen ja sowieso gleich verfault, ne? Ich esse einmal was. So. Ist einfach. Ist groß und stark. Essen. So. Pack ich den Restaurant rein. Da ist noch ein Hühnchen. Oh, du hast aber ganz schön viel verbraucht, ne? Von dem ganzen Zeugs. Ich hab's ein bisschen. Und auch nicht mal mehr neues Holz wieder reingepackt, dass man ins Feuer packen kann. Achso, nee, ist ja auch unnötig. Das ging mir auch eben leider aus. Deswegen hole ich gerade nochmal Feuer. Muss man ja auch nicht. Warum muss man auch, ne? Also, ja, es tut mir leid, es tut mir leid. Alles gut. Aber ich werde jetzt einfach mal was für den Fridge sammeln und dann. Richtig. Und nochmal gucken, was die Welt so hergibt. An Eisen. Also ich sag mal, ich würde jetzt schon zu diesem Spiel einen Abschlussplädoyer halten. Ja, kannst du machen. Es gibt Besseres. Natürlich. Aber man muss sagen, wenn man zu zweit spielt, macht es schon Spaß. Ja, okay. Aber man kann für 12 Euro auch anders Spaß haben. Besser Spaß. Also besser Spaß. Das heißt, bei dir gibt es günstigere Frauen? Nö, aber zum Beispiel Tacoma ist gerade für 10 Euro im Angebot. Das ist ein sehr gutes Spiel. Ich meine, das ist nicht lang, aber es ist besser als das. Okay. Hallo, Serena. Hallo, Serena. Huhu. Wer ist das? Serenini. Oh, wir konnten schon die ersten... Wow, warte mal kurz. Bis später, Passi. Bis später, Passi. Oh, hast du schon die ersten Samen? Ja, aber da kommen keine Samen bei raus. Dein Ernst? Ja, es kamen nur die Tomaten und so bei raus. Okay. Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Das war jetzt wirklich enttäuschend. Krass. Krass. Ja, das ist echt schade. Muss man ja immer wieder neu. Obwohl, mal ganz kurz. Ich muss da ganz kurz. Wir könnten einmal kurz testen. Also entweder ernte ich jetzt die Tomato Plant oder ich drücke mal auf Cancel. Obwohl ich dann wahrscheinlich nur den Samen zurückbekomme. Pick up Tomato Plant. Ich weiß es nicht. Pick du mal ab. Vielleicht kannst du nur die Samen. Ist ein Samen bei dir rausgekommen? Nein, nur zwei Tomaten. Oh, da hinten ist was abgefallen. Nee, extrahiere Samen. Ach, das geht. Ja, das ist aber scheiße, da kriege ich ja nur eine raus. Nein. Kriegst du nur einen? Nein. Ich kriege zwei Samen raus, weil ich habe zwei bekommen. Okay. Oh, das ist aber... Also es war eine Tomate. Ja. Ein Tomatensamen hast du reingetan. Jetzt müssen wir ewig warten, bis dann nachher die Pflanze groß ist und kriegen dann entweder zwei Tomaten zum Essen raus oder du machst aus den zwei Tomaten zwei Samen. Also es multipliziert ja, gut, sich mal ja zwei. Aber ja gut, aber bei Seven Days to Die ist es nicht anders. Also bei Kartoffeln kriegst du... Nee, oder? Also du kriegst bei einigen Pflanzen kriegst du zwei raus und bei anderen drei. Eigentlich kriegst du bei Seven Days to Die 4 bis 5 raus. Nein. Dann musst du den Fertilizer benutzen. Ja, mit Fertilizer ja, aber ohne Fertilizer kriegst du... Ohne Fertilizer hast du Pech gehabt, das stimmt. Das ist manchmal wie 1, ja, so 1, 2, sowas. Ja, was heißt Pech gehabt? Also das riesige Feld, was wir da haben, da habe ich noch nicht einmal Fertilizer drauf. Ja, kriegt trotzdem genug raus. Also ist meine Farbe fertig. Warte, was? Nein. Ich habe doch... Ach, Thomas. Ich habe dir gesagt, ich pflanze das erst am nächsten Tag an. Ich kam noch nicht zum Anpflanzen von dem Zeug. Ich warte erst, bis alles gewachsen ist und dann pflanze ich neu an. Ich will nicht immer, weißt du, zwischendurch da bist was abpflanzen und da, sondern dass ich alles in einem Ruck immer abpflanzen kann. Darum musst du halt ein bisschen warten. Oder du läufst einfach mal los, dann sind genug Chrysanthemen und Goldrutendinger drumherum. Nicht immer nur den Pascha-Spielen hier, ne?